Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn du jetzt aktuell dein MLM-Business komplett über Social Media aufbaust, dann solltest du dir das Video unbedingt ansehen und ich werde dir verraten, warum es wichtig ist, dass du E-Mail-Marketing im Network-Marketing dann eben nutzt. Ich werde die wichtigsten Tipps dir geben und warum du darauf nicht verzichten solltest. Wir werden kurz auf die Risiken eingehen, wenn du nur über Social Media deine Kunden, deine Partner gewinnst. Und ich werde dir meine Hauptgründe nennen, warum ich der Meinung bin, dass jeder, der im MLM tätig ist, oder im Network-Marketing tätig ist, ja, E-Mail-Marketing eben einsetzt. Ein Grund zum Beispiel, ja, warum es nicht sinnvoll ist, sein komplettes Business nur über Social Media aufzubauen, Facebook und Co., ist, die Plattformen gehören dir nicht. Ja? Das heißt, du hast keinen Einfluss darauf, was die Plattformen, wie die sich in Zukunft entwickeln. So, ist grundsätzlich eigentlich kein Problem, weil in der Regel hast du genügend Auswahlmöglichkeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Weg gehst und sagst, okay, ich gewinne meine Kunden, meine Partner ausschließlich, sage ich jetzt mal, über Facebook, ja, so, dann hast du ja den Nachteil, dass dir Facebook eben halt nicht gehört. Das heißt, du weißt nie, wie sich die Richtlinien dort entwickeln. Könnte sein, dass von heute auf morgen die Richtlinien geändert werden. Ja, wie das bei Facebook ja schon öfters auch der Fall war. Und da kannst du auf einmal nicht mehr auf den Plattformen werben, weil zum Beispiel vielleicht Network Marketing, Multilevel Marketing einfach komplett, ja, nicht mehr erlaubt ist. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, das ist so, sondern du musst einfach für dich die Risiken kennen. Ja, also wie gesagt, zum einen sind es dann halt die Richtlinien. Moment, ich schreibe zu schnell. Also hier Richtlinien. Dann ist es das Thema, dass dein Profil einfach gesperrt werden kann. Ja, Profil, Account gesperrt, weil du dann eben halt auch gegen Richtlinien verstößt. Und was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, ist die organische Reichweite, die immer mehr sinkt. Das heißt, es wird immer schwerer im Newsfeed ja, deiner Freunde, deiner Kontakte eben aufzutauchen. Und das sind eben so Gründe, wo man sich einfach überlegen muss, okay, wenn ich ausschließlich mein Business darauf aufbaue, ja, macht es Sinn, diese Risiken einzugehen und was bringt es mir auf der Gegenseite? Ja? Mal angenommen, du machst 90% deiner Neurekrutierungen, 90% deines Geschäfts über soziale Netzwerke, dein Account wird gesperrt, bricht dir 90% deines Geschäfts von heute auf morgen einfach weg und du musst dich erstmal neu orientieren. So, und deswegen ist es wichtig, dass man Social Media nutzt. Ja, also ich sage nicht, du sollst es nicht nutzen, ganz im Gegenteil, ja, es ist ja eine riesige Chance, aber eben clever auf die richtige Art und Weise in Kombination mit E-Mail-Marketing, weil, und das ist der Hauptgrund, ja, wenn du dir ein Netzwerk aufbaust, wenn du dir ja dein Business aufbaust, dann ist das Wichtigste in deinem Unternehmen, ja, ist die Kontaktdaten, ja, die Kontakte und Kontaktdaten deines Netzwerks. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du mal angenommen, dein Account bei Facebook oder irgendwo anders, der wird gesperrt. So, jetzt warst du aber clever und hast dir über dein soziales Netzwerk deine E-Mail-Liste aufgebaut. Dann tangiert dich das nur einerlei, weil du jetzt ja weiter über die Kontakte verfügst, ja. Du kannst weiterhin via E-Mail-Marketing mit den Leuten in Kontakt treten. Das heißt, dein Geschäft läuft ganz normal weiter, weil du clever warst und hast deine Kontakte, ja, beziehungsweise du hast Leads für deine E-Mail-Liste über Social Media gewonnen, ja. So, und dementsprechend kannst du weiterarbeiten. Das heißt, ein Hauptgrund ist definitiv das Thema Unabhängigkeit. Weil mit einer eigenen E-Mail-Liste machst du dich als Networker komplett unabhängig. Ja,
wird der Account vorübergehend gesperrt. Du kannst weiterarbeiten, ja, solange bis er wieder geöffnet wird. Wenn sich die Richtlinien ändern, tangier dich nicht. Du kannst weiter für dein Unternehmen, für deine Produkte werben. Werbeanzeigen funktionieren nicht mehr. Kein Problem, du kannst jedes Mal aufs Neue via E-Mail-Marketing mit deiner Zielgruppe, mit deinen Interessenten, mit deinem Netzwerk in Kontakt treten. Ja, und egal, und es muss auch nicht nur E-Mail-Marketing sein. Wichtig ist, dass du dir deine Liste aufbaust mit so viel wie möglich Kontaktdaten im Laufe der Zeit, wie du nur kannst, weil wenn du zum Beispiel die Anschrift hast, wenn du die Telefonnummer hast, wenn du die E-Mail-Adresse hast, hast du schon mal 3 Werbekanäle, auf denen du dein Business immer wieder oder ich sag mal weiterlaufen lassen kannst. Du kannst die Leute anrufen, du kannst ihnen ja Post schicken, ja, Werbebriefe, du kannst ihnen aber auch Mails senden. Ja, und deswegen ist ja Unabhängigkeit einer der wichtigsten Gründe, warum du ja E-Mail-Marketing dann eben halt auch einsetzen solltest. Der zweite Grund ist dann die Hebelwirkung. Ich erlebe häufig so im Gespräch, dass sich viele ja über die, also wahrscheinlich hast du selbst auch schon mal gehört, das Geld liegt in der Liste und so weiter, bla bla bla. Aber letzten Endes, man muss sich da mal drüber Gedanken machen, wie über die Hebelwirkung, die dieses Tool ja in sich hat. Ja, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Mal angenommen, du machst 5 Leads pro Tag. Ja, also ist jetzt nicht viel, ja, sondern wir gehen einfach mal davon aus, dass du 5 Leads pro Tag generierst. Dann sind es, wenn wir das jetzt einfach mal nur 30 Tage nehmen, dann sind es 150 Leads im Monat. Und das ist etwas, das kann man definitiv erreichen, überhaupt kein Thema. Und diese 150 Leads im Monat sind dann logischerweise im Jahr 1800 Leads, wenn ich das jetzt so auf die Schnelle richtig habe, ja, pro Jahr. So, und jetzt einfach mal sich diese Hebelwirkung bewusst zu machen. Wie lange brauchst du denn, um 1800 Kontakte anzurufen? Ja, wirst du ein paar Stunden mit beschäftigt sein. Während, wenn du eine E-Mail schreibst, ist der Zeitaufwand 5 bis 20 Minuten. Das heißt, die E-Mail, ja, wenn du E-Mail-Marketing betreibst, ja, dann spart es dir nicht nur Zeit, muss mal kurz hier das wegschieben, dass ich das hier auch sehe, dann spart dir das nicht nur Zeit, sondern eben halt auch bares Geld. Ja, spart Zeit und Geld. Und das ist genau der Hebel. Und das Ganze wächst ja immer weiter. Ja, wenn du deinen Job richtig machst, dann wächst das Ganze ja immer weiter. Das heißt, du hast immer wieder neue Kontakte, die du vorqualifizieren kannst. Da sind wir auch schon beim nächsten Step, nämlich, oder beim nächsten Grund, das ist die Automation. Du kannst von der Interessentengewinnung an, ja, kannst du via E-Mail-Marketing, ja, mit der richtigen Software, das Ganze so automatisieren, dass schlussendlich, ja, am Ende deines Sales-Funnels dann Kunden rauskommen, dass neue Vertriebspartner bei dir entstehen, ja, und das, die ganze Arbeit machst du im Prinzip einmal und kannst dich dann auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich dafür zu sorgen, neue Interessenten eben zu gewinnen. Ja, du kannst dich voll aufs Marketing konzentrieren und lässt im Hintergrund eben deinen Autoresponder, dein E-Mail-Marketing ja für dich arbeiten. So, und wenn du jetzt einen neuen Vertriebspartner gewonnen hast, kannst du das Gleiche mit der Ausbildung machen. Ja, das heißt, du kannst E-Mail-Marketing nutzen, um automatisiert jedem Teampartner in deinem Team, egal wie tief deine Struktur ist, ja, wie viele Ebenen, ja, du kannst dafür sorgen, dass jeder die gleichen Informationen kriegt und zwar immer in der gleichen Reihenfolge. Das heißt, du musst nicht jeden einzeln einarbeiten, ja, sondern du kannst im Prinzip deine Ausbildung komplett automatisieren. Und das sind natürlich ja gewaltige Gründe, ja, die dafür sprechen, ja, allein schon diese 3 Punkte, Hebelwirkung, Unabhängigkeit und die Automation, ja. Und
das ist schon der Grund, warum jeder Networker einfach sich darüber Gedanken machen sollte, ja, E-Mail-Marketing in seinem Unternehmen einzusetzen. Und jetzt will ich dir noch ein Tool zeigen, mit dem du all das tun kannst, und ich will dir einen gangbaren Weg zeigen, wie du dann diese 5 Leads pro Tag auch tatsächlich erreichst. Natürlich kannst du auch deutlich mehr machen, ja, das ist immer so. Ja, ich versuche das hier in den Videos immer wirklich auch alles schlecht zu rechnen, damit später, dass es auch tatsächlich dann bei dir dann halt auch funktioniert. Und 5 Leads pro Tag kann wirklich jeder erzielen, wenn er das halt auch will. Ja, und der Gang und der Weg sieht einfach wie folgt aus. Ja, du konzentrierst dich dann voll aufs Marketing, nutzt natürlich auch die sozialen Netzwerke, PPC, ja, bezahlte Werbeanzeigen, was auch immer dir einfällt, ja, um ja für dein Geschäft zu werben, kannst du nutzen und kannst dann Menschen quasi, anstatt immer ein 1-zu-1 Gespräch zu führen, wie das am Telefon der Fall wäre, wie das vor Ort der Fall wäre, kannst eben ja die Leute dann quasi auf eine sogenannte Opt-in-Seite, auf eine Lead-Capture-Seite bringen, auf eine Landing-Page, wie auch immer du es dann nennen willst. Und kannst dann dort quasi Interesse wecken, die Kontaktdaten abfragen, die werden dann weitergeleitet auf eine Danke-Seite oder wie auch immer und werden dann via E-Mail immer auf die entsprechenden ja Verkaufsseiten ja geführt. Du kannst Webinare darüber machen, ja, du kannst deine Kontakte anschreiben, zu einem Webinar einladen, wo sich dann die Interessenten online angucken können. Das heißt, du hast ja unbegrenzte Möglichkeiten, nur mit dem einen Vorteil, nämlich der Hebelwirkung. Ja, du hast mehr Zeit, du musst weniger Zeit investieren und du kannst viel mehr Menschen in kürzester Zeit eben halt erreichen. So, und dann brauchen wir ja noch ein Tool, mit dem wir das alles abbilden können. Und da nutzen wir bei uns im Team Builderall, ja. Und kann ich einfach nur empfehlen, weil Builderall ist, ich sage immer so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Du hast super viele Tools. Du hast alle Tools, die du brauchst, um in deinem Network-Marketing-Business erfolgreich zu arbeiten, ja. Du hast zum einen den Webseitenbaukasten, ja, siehst hier schon, du hast verschiedene Sales Funnels, die du nutzen kannst, bereits schon fertig, du musst dann nur noch die einzelnen Seiten auf dich anpassen, ja, bei uns im Team haben wir das sogar so weit gemacht, dass wir verschiedene Funnels zur Verfügung geben, inklusive E-Mails, also E-Mail-Sequenz, E-Mail-Kampagne, so dass man das Ganze nur noch einrichten muss. Gibt es eine Anleitung dazu, geht super einfach, ja, geht super schnell. Du musst dann keine Webseiten mehr umbauen, umprogrammieren, sondern einfach nur noch deine Affiliate-Links dementsprechend austauschen, ja, und that's it. Ja, genau, E-Mail-Serien sind schon vorgeschrieben und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist alles darauf ausgelegt, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich wichtig ist, nämlich Marketing betreiben. Das heißt, Traffic auf die einzelnen Webseiten zu bringen. Wenn du ein Webinar promotest, dann natürlich versuchen, so viel wie möglich Menschen auf die Webseite dafür zu bringen, damit die Leute sich dann halt dort eintragen und das Webinar dementsprechend anschauen können und so weiter. Ja, also ich denke, das Prinzip ist klar. Du hast hier also super viele Templates, eigene Blog-Templates. Also hier gibt's nichts, was es nicht gibt. Will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Dann hast du ein eigenständiges E-Mail-Marketing-Tool, MailingBoss. Ja, es ist ein integrierter Autoresponder, ein vollwertiges E-Mail-Marketing-System, mit dem du arbeiten kannst. Du hast eine Webinar-Funktion, ja, wo du Live-Webinare mittlerweile machen kannst. Du kannst aber auch, ich sag mal, einfach ein Video dementsprechend hochladen und dann darüber das Webinar ablaufen lassen, wie du das dann halt eben möchtest, plus noch viele, viele weitere Tools. Und damit du dir einen kompletten Überblick machen kannst, findest du unterhalb des Videos in der Textbeschreibung, mache ich dir einen Link rein, wo du das Tool 7 Tage kostenfrei testen kannst und kannst ja dann dort einen Überblick verschaffen. Es gibt 3 verschiedene Pläne. Auch hier kannst du dir die einzelnen Features und Funktionen, welches jeder Plan halt dementsprechend hat, hier angucken.
Aber du siehst auch schon an den Preisen hier, allein hier dieser Preis ist eigentlich sensationell, 44,90 im Monat, allein für diese drei Tools, Webinar, E-Mail-Marketing und Webseitenbaukasten ist schon ja gewaltig und ist richtig, richtig gut. Aber das nur so viel dazu. Ja, wie gesagt, unterhalb des Videos mache ich dir den Link rein, kannst du dir das Ganze 7 Tage kostenlos anschauen. Musst auch keine Kreditkarte hinterlegen, wenn du dich dagegen entscheidest, dann dann ist es halt einfach so. Aber du wirst von der Plattform ebenso begeistert sein. Außerdem siehst du hier schon Builder All Business. Hier hast du noch die Möglichkeit, ein schlüsselfertiges System zu oder ein schlüsselfertiges Business zu kriegen, indem du Builder All einfach auch weiter promoten, weiter vermarkten kannst und hast dort dann noch ein tolles zweistufiges Affiliate-Programm. Dazu findest du aber auch hier auf dem Kanal bereits weitere Videos, deswegen gehe ich jetzt hier nicht länger oder nicht weiter drauf ein. Also nochmal kurz zusammenfassend, E-Mail-Marketing ist super wichtig, weil du hast dadurch eine Hebelwirkung, Unabhängigkeit, nicht nur von sozialen Netzwerken, sondern auch vom Unternehmen. Ja, wenn dein Unternehmen mal pleite geht und du hast nicht die Kontaktdaten, hast keinen Zugriff drauf, einfach schlecht. Wenn du E-Mail-Marketing nutzt, kannst du sofort eine Mail wieder an deine Liste versenden und kannst weiterarbeiten, kannst neu starten. Und dann noch ein wichtiger Punkt ist halt das Thema Automation, automatische Kunden, Vertriebspartnergewinnung und das Ausbilden deiner Vertriebspartner. Okay, wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ja, wichtig auch, abonniere den Kanal, dass du keine weiteren Videos verpasst. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Feedback, nutze gerne die Kommentarfunktion, freue mich von dir zu hören. Und wenn du Lust hast, mit uns im Team durchzustarten, wenn du in einem lukrativen Markt tätig sein willst, dann findest du unterhalb des Videos ebenfalls den Link, wie du bei mir Businesspartner werden kannst und kannst dort dann weitere Informationen anfordern. Schau dir dann bitte alles erst in Ruhe an, weil uns ist sehr daran gelegen, dass wir mit ernsthaften Partnern gemeinsam das Business aufbauen und dementsprechend solltest du dich natürlich auch vorher informieren und eine Entscheidung treffen, ob du das Ganze auch wirklich dann 100% fokussiert für dich durchziehen kannst. Okay, alle weiteren Infos unterhalb des Videos. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.